Der Sonntagssoziologe im Gespräch über Mensch und Gesellschaft. Soziologisch gesehen zustande kommen kann. Beziehungsweise eine bestimmte, es geht ja um den modernen Kapitalismus. Das kannst du ja gleich mal erklären, was denn der moderne Kapitalismus ist und was der unmoderne, der vormoderne Kapitalismus ist. Also dieser Begriff des modernen Kapitalismus ist vermutlich von Sombart geprägt worden. Wer ist das? Das ist ein Vorläufer von Max Weber. Vorläufer ist wahrscheinlich... Als Techniksoziologe siehst du in den Soziologen auch Vorläufermodelle. Ja, das ist sozusagen das Prototyp. Das ist ein Prototyp von Max Weber. Sombart ist auch ein Soziologe und war ein Zeitgenosse Max Webers und hat vor der berühmten Schrift von Max Weber mit dem Titel »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus«, um die es ja heute gehen soll hauptsächlich, ja, bereits sich Gedanken darüber gemacht, inwieweit es einen Zusammenhang geben könnte zwischen Religion und Wirtschaftssystem und die Art und Weise, wie die Wirtschaft in einer Gesellschaft aussieht. Aber richtig populär geworden mit der Idee ist halt Max Weber, ne? Ja, Max Weber ist wirklich ein Shootingstar dann mit diesem Werk geworden und ist nach wie vor auch schon zu großen Teilen aufgrund dieses Werkes über die Soziologie hinaus aktuell geblieben. Vor wann? 100 Jahren? Also gut, ja, vor gut 100 Jahren ist dieses Werk von Max Weber erschienen, in dem es, wir möchten das heute ja ganz einfach halten, ganz grob gesagt, um einen möglichen Zusammenhang geht zwischen Religion und Kapitalismus und Wirtschaft. Ja, wir müssen vielleicht noch auch dazu sagen, weil du sagst, wir wollen es einfach halten. Ja. Die letzte Folge mit den Körperfressern, ja, die war dermaßen kopflastig, dass ein Hörer geschrieben hat, seine Mutter kam kurz rein. Ja. Ja, also du wolltest das ja nicht glauben, dass die Hörer Schaden nehmen, weil ja, du sagtest, nee, wir haben die klügsten Hörer der, ja, Welt. Was ja auch stimmt. Ja, auf jeden Fall. Aber seine Mutter, ja, war jetzt keine Soziologin, kam rein, um irgendwie Staub zu wischen, hörte ein paar Sätze und gleich Hirnbluten. Ja. Und der hat sich beschwert und wir müssen etwas, vielleicht mal ein paar Folgen so machen, dass es leichter verständlich ist, dass die Mütter unserer Studenten quasi halt auch vielleicht mit am Podcast sitzen, also dem soziologischen Familienpodcast etwas mehr in die Öffentlichkeit für die ganze tragen, Familie, ja, wo die Generationen, ja, okay, übergreifend. Und ja, jetzt ist es ja gerade generationenübergreifend, weil wir haben einen richtigen Klassiker, den es auch lohnt zu kennen, denn das ist richtig Allgemeinwissen, was wir jetzt machen eigentlich, ne? Also damit kann man auch gut, ja, auf Cocktailparty, also es passt, Max Weber passt eigentlich immer. Im Grunde schon, ja. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal sagen, er hat jetzt eine Idee, wie Kapitalismus... Ja, entstanden nicht, ne? Aber wie der moderne Geist des Kapitalismus in die Welt kam und die Idee, wie Kapitalismus an sich entstand, das war ja schon bei Marx. Ja, ja, jetzt, klar. Ja, klar. Ja. Jetzt weiß ich, also da ging es ja um die Produktionsmittel, das Eigentum an Produktionsmittel. Das wollen wir aber gar nicht so vertiefen jetzt, ja, sondern es geht jetzt direkt, ja, nur um Weber. Ja, genau. Dann mach doch nochmal den Unterschied zwischen vormoderner und moderner Kapitalismus. Kapitalismusweise auf. Max Weber macht sich sozusagen sehr stark dafür zu schauen, dass das Wirtschaftssystem, dass die Art und Weise, wie Personen miteinander handeln und wie die Gesellschaft dann auch das Handeln reguliert, dass das maßgeblich oder auf jeden Fall sehr stark beeinflusst wird, auch von kulturellen Faktoren. Beispielsweise in dem Zusammenhang von der Religionszugehörigkeit, von der Art und Weise, wie Personen glauben. Er sagt zugleich, dass aber der moderne Kapitalismus sich nicht hätte entwickeln können, also diese Religion und die Faktoren, diese religiösen Faktoren des Protestantismus nicht hätten so wirken können und diese sich so entfalten können, wenn nicht bereits
der Kapitalismus, in gewisser Weise der klassische Kapitalismus, in seinen Grundstrukturen nicht schon da gewesen wäre. Also dass es bereits einen mehr oder weniger regulierten Handel gibt, dass es Zentren gibt, in denen größere Mengen an Gütern umgeschlagen werden, dass es auch so handwerkliche Instrumente gibt, die entwickelt worden sind, um als Unternehmer zwischen Gewinne und Verluste genau unterscheiden zu können, sie zueinander auf eine systematische Art und Weise in Verhältnis zu setzen, beispielsweise durch die Erfindung der doppelten Buchführung im 15. Jahrhundert. All diese Dinge mussten also schon da gewesen sein, damit der Protestantismus und diese bestimmte Glaubensform sich dann so eine so starke Wirkung entfalten konnte, dass dann der moderne Kapitalismus entstehen konnte, der ja viel dominanter wird, insofern als er viel mehr Bereiche, gesellschaftliche Bereiche und aber auch individuelle Bereiche in seinen Bann zieht. Also wir haben jetzt den Kapitalismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Religion, die, so sagt Weber, wirkt wie ein Katalysator im Grunde. Katalysator, ja, auf den Kapitalismus. Ja, genau, ja. Und da müssen wir uns vielleicht mal angucken, was das Eigentümliche jetzt dieser Religion ist. Ja, der Hauptpunkt, der Knackpunkt ist die Prädestinationslehre einiger Unterformen des Protestantismus, insbesondere der Calvinismus, aber es gibt auch noch ein paar andere Sekten, wo die Prädestinationslehre sehr dominant ist. Prädestinationslehre bedeutet, also sehr einfach ausgedrückt, dass schon vorher bestimmt ist, wer in den Himmel kommt, wer das ewige Leben nach dem Tod genießen wird und wer nicht. Das ist noch bevor man auf die Welt kommt, schon festgelegt, wer dazugehört und wer nicht. Ja, und, das ist natürlich nicht, also das ist natürlich eine Qual. Das ist das ist auch eine Hauptquelle für Weber, die dazu führt, dass diese Personen dann auf eine bestimmte Art und Weise anfangen, ihr Leben zu führen. Sie haben sehr große Zweifel, ob sie zu den Auserwählten gehören oder nicht. Ja. Und das führt dazu, dass sie diese Zweifel minimieren möchten, indem sie auf eine Art und Weise leben, die gottgefällig ist. Das heißt, sie wollen natürlich den Zweifel nicht minimieren, sondern sie wollen eigentlich sehen, Fingerzeige darauf haben, dass sie zu den Auserwählten gehören. Denn den Zweifel könnte man ja auch dadurch minimieren, dass man erfährt, ach so, ich gehöre gar nicht dazu. Ja, natürlich, klar. Man könnte die Zweifel auch minimieren, indem man ein Leben führt, das definitiv nicht gottgefällig ist. Und da kann man sich, buchstäblich todsicher sein, dass man nicht zu den Auserwählten gehört. Eigentlich, du hast völlig recht. Also, wenn es nur darum geht, die Zweifel zu minimieren, dann wäre man viel besser beraten, nicht gottgefällig zu leben, weil da könnte man viel schneller Sicherheit für Sicherheit und für Klarheit sorgen, dass man nicht zu den Auserwählten gehört. Ja. Indem man einfach nur ein paar von den Todsünden begeht, also ein paar Handlungen. Und man zerstreut dann nicht nur die Zweifel, es lebt sich auch fröhlicher. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ja, gut. Aber insofern hast du völlig recht. Es ging natürlich hauptsächlich darum, die Zweifel nur in einer Hinsicht zu minimieren, nämlich in der Hinsicht, dass man zu den Auserwählten gehört. Ja. Und wichtig ist auch, dass die Zweifel bleiben. Also es bleibt bis zum Tod letztlich unklar, ob man zu den Auserwählten gehört oder nicht. Und das ist dann auch der Grund, weshalb dieser Glauben dazu führt, dass er eine Quelle der Motivation eines gottgefälligen, einer bestimmten Lebensführung bleibt bis zum Lebensende. Und der Punkt ist ja, dass sich der Hinweis auf Gottgefälligkeit dadurch äußert, dass man Reichtum auf Erden schon erlangt. Eigentlich nicht. Nein? Nein, es geht gar nicht so sehr um das Anhäufen von Reichtümern, sondern eher um fleißig zu sein. Und der Fleiß drückt sich dann darin aus, dass man erfolgreich ist im Wirtschaften. Ach so, sonst hätten die ja gar nicht. Der Geist des Kapitalismus der Kapitalismus ist ja auch strukturell dadurch gekennzeichnet, dass wir das, was wir einnehmen,
wieder reinvestieren. Genau, wenn wir nur Reichtum anhäufen würden, dann würden wir gar nicht vielleicht auf die Idee kommen zu reinvestieren. Ja, dann genau. Wäre das vielleicht gar nicht so ein Katalysator geworden. Ja, genau. Das ist ein Signum, also ein ganz wichtiges Zeichen dieses modernen Kapitalismus, dieser modernen Art und Weise zu wirtschaften, der nach Weber vor allem die Protestanten nachgegangen sind, die vor allem die Protestanten gepflegt haben, dass sie das, was sie eingenommen haben durch ihr Geschäft, durch ihre Erwerbsarbeit, durch ihre Arbeit, durch ihren Beruf, reinvestiert haben in den Beruf, in ihre Unternehmung und nicht ausgegeben haben, um sich dann ein großes Haus zu bauen. Das haben sie natürlich auch getan, das ist völlig klar. Aber der springende Punkt ist, es wurde vor allem reinvestiert. Also die Einnahmen wurden hauptsächlich dafür genutzt, um die Wirtschaftsleistung der eigenen beruflichen Tätigkeit zu maximieren und zu steigern. Ja. Und damit hat man haben diese Personen auch nie aufgehört, weil das die einzige Möglichkeit war, um eben die Zweifel zu minimieren, dass man zu den Auserwählten gehört. Man muss aber ganz klar sagen, man konnte nicht in den Himmel kommen, weil man fleißig war. Nein, so wie der, ich weiß nicht, der Katholik vielleicht, ja. Der Protestant wollte halt durch seinen Fleiß nur zeigen, sich selbst und den anderen, dass er wohl zu den Auserwählten gehört. Es war kein, er hatte aber keine Handhabe durch ein gottgefälliges Leben, das zu tun. Das ist genau. Ja, das war keine Garantie. Und Weber sagt ja, das ist eine eigentümliche Ethik, was du jetzt beschrieben hast, weil es ist ja die Umkehrung der Natur. Eigentlich würden wir doch sagen, wir verdienen Geld, um uns Genuss zu verschaffen oder um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Ja. Und da hat Weber für das vorkapitalistische Stadium ein Beispiel geliefert mit den Landarbeitern, dass die eine bestimmte Fläche zu bearbeiten hatten. Und dann gab man denen jetzt mehr Geld pro Fläche, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und die arbeiteten dann weniger, weil der Bedarf jetzt ja gedeckt war. Also die hatten nicht die Idee des Anhäufens und Reinvestierens, sondern die sagten sich, okay, bedarfsdeckend haben die gearbeitet. Ja, das war, und dann hat sich das umgekehrt. Dann hat man halt mehr gearbeitet, um das wieder zu reinvestieren. Ist ja aber eigentlich verrückt. Ist ja heute immer noch so. Also sind wir schon postmodern kapitalistisch oder sind wir immer noch modern kapitalistisch? Weil es wird ja immer noch, es geht immer auf Expansion, reinvestieren. Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass vermutlich sich der Kapitalismus schon so weit gewandelt hat, aufgrund der Finanzmärkte vor allem, die ja ganz anders funktionieren als damals, dass vermutlich viele sagen würden, dass wir in irgendeinem Postzustand uns befinden, wie auch immer man den dann bezeichnen mag. Nichtsdestotrotz, Weber würde sagen, die Wurzeln, die Basis, das Fundament für den Kapitalismus, in dem wir uns heute befinden, ist damals gelegt worden, maßgeblich durch diese verstärkende Wirkung, die der Protestantismus entfaltet hat auf den bereits bestehenden Kapitalismus. Da du vorhin schon über die Unterschiede zwischen Protestanten und Katholiken geredet hast, ein weiterer ganz wichtiger Unterschied ist natürlich auch die Möglichkeit, die Katholiken haben, zu beichten. Das heißt, Sünden können erlassen werden. Sünden können noch zu Lebzeiten wieder ausradiert werden, indem man beichtet. Diese Möglichkeit haben die Protestanten ja bekanntlich nicht. Sie stehen direkt in gewisser Weise von Angesicht zu Angesicht, stehen sie ihrem Schöpfer gegenüber. Es gibt keine Mittlerinstanz, die es vermag, einem Menschen, der gesündigt hat, seine Sünden zu erlassen. Und das führt natürlich auch dazu, dass ein Protestant, der einer Sekte angehört, des Protestantismus, einer bestimmten Form, die davon ausgeht, dass es eine Prädestinationslehre gibt, dass derjenige oder diejenige dann sich nicht einen Tag freinehmen kann. Also nicht einen Tag Pause machen kann von diesem Bestreben, gottgefällig zu leben. Denn diese Pause, die man sich herausnehmen würde, die ja ein Hinweis dafür sein könnte, dass man eben nicht zu den Auserwählten gehört,
die lässt sich nicht durch eine Beichte dann wieder gut machen. Es lässt sich ja gar nicht durch eine Beichte gut machen. Deshalb kann es die ja gar nicht geben. Denn genau, was soll genau, denn gebeichtet ja. werden können, wenn genau. das alles sowieso so feststeht? Aber bei der Prädestinationslehre, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja. Also mein Handeln, dass ich fleißig bin, deutet darauf hin oder die Ergebnisse meines Handelns? Denn wenn mein Handeln darauf hindeutet, dann ist es ja nicht nur so, dass festgelegt ist, wer in den Himmel kommt, sondern dann ist ja sogar schon festgelegt, was auf der Erde passiert. Also im Sinne von Deterministen, wenn feststeht, ich komme in den Himmel und es steht gleichzeitig fest, wenn ich in den Himmel komme, muss ich gottgefällig handeln, ist für mich keine Wahl. Dann muss ich gottgefällig handeln, sonst würde ich ja nicht in den Himmel kommen, aber ich komme ja in den Himmel. Ja, was es dann genau heißt, gottgefällig zu handeln, ist etwas, das ja so hundertprozentig auch nicht festgelegt ist. Das heißt, dass sich durch Fleiß und dann vor allem im Beruf sich zeigen kann, dass man gottgefällig lebt, ja. ist halt eine mögliche Deutung. Also ich denke, es ist dann damit nicht determiniert, dass aufgrund der Tatsache, dass schon klar ist, wer in den Himmel kommt, dann automatisch auch das irdische Leben festgelegt ist. Ah, okay. Glaube ich nicht, dass das so festgelegt ist. Es ist eher so, dass die Personen, die diesem Glauben nachgegangen sind, dass sie, also aufgrund der Tatsache, dass sie besonders fleißig ihrem Beruf nachgegangen sind, dass diese Personen davon ausgegangen sind, dass das der beste Weg ist, um die Zweifel zu minimieren. Ja. Vor allem. Du hast vorhin einen Punkt gebracht, der auch ganz interessant ist. Das Beispiel von Max Weber bezüglich der Landarbeiter, die dann weniger arbeiten, wenn sie genug Geld verdient haben, um für ihr Lebensunterhalt zu sorgen, dass sie dann entsprechend dann früher auch aufgehört haben zu arbeiten. Da gibt es eine spannende Studie von Marshall Salins, der sich Gedanken gemacht hat über die Jäger und Sammler. Und wir haben ja so das Bild der Jäger und Sammler, dass ein furchtbares Leben gewesen sein muss, mit einem sehr niedrigen Lebensstandard und mit einfach sehr schlechten Lebensbedingungen, dass man da um sein Leben im Grunde kämpfen musste. Und dauernd musste man gebückt laufen, weil man musste immer sammeln. Ne? Ja, sammeln ja. ohne Ende und bis man erstmal so ein Wild erlegt hat, vergehen Wochen und bis dahin ist man halb verhungert. Tatsache ist, dass sehr vieles dafür spricht, dass die Freizeitanteile von Jäger- und Sammlergesellschaften, beziehungsweise man muss eher sagen, dann Gemeinschaften, das waren eher so Stämme oder Clans, unglaublich hoch waren. Also so im Schnitt haben Erwachsene in Jäger- und Sammlergemeinschaften 3 bis 4 Stunden pro Tag gearbeitet und der Rest war Freizeit. Ja. Das ist ja ein Ding. Ja, ja und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube auch ein wichtiges Anliegen für Weber gewesen, darauf hinzuweisen, dass diese Art des Wirtschaftens, die Protestanten angestoßen haben, dann eine so ungeheure Wirkung entfaltet, dass sie dann gesamtgesellschaftlich immer dominanter wird, so dass dann nach und nach dann alle mitmachen müssen, also übertrieben ausgedrückt, überspitzt ausgedrückt, dass sich dann alle totarbeiten müssen, um an der Gesellschaft partizipieren zu können, also um als auch voll inkludierte Mitglieder einer Gesellschaft gelten zu können. Und selbst die Katholiken und die Atheisten, ja, die mussten dann... Genau, ja, genau. Die mussten dem Konkurrenzdruck ja entsprechen dann. Genau, ja. Wenn die Protestanten so was vorlegen. Ja, genau, ja. die mussten sich dann anpassen. Es gibt ja diesen berühmten Satz von Weber, wo es heißt, der Puritaner wollte Berufsmensch sein, wir müssen es heute sein. Also alle anderen, egal welchen Glaubens, müssen dann eben anfangen, sich an ihrem Beruf zu orientieren, ihr Leben systematisch zu planen. Das ist ja auch das, was heute allgegenwärtig ist. Wir sehen ja, dass bereits Kinder sich Gedanken darüber machen, in welchen Berufe sie später machen. Ja, genau, also dass diese Leistung. Ja, aber da muss man sagen, die werden auch oft gefragt, einfach auch dazu. Ja. Und machen sich dann natürlich auch Gedanken.
Ich weiß gar nicht, ob die Kinder von sich aus, Ja, du hast ja, recht, das geht wahrscheinlich mit schon. Sicherheit hauptsächlich von den Eltern aus, die aber natürlich davon überzeugt sind, dass sie ihren Kindern etwas Gutes tun, Ja. sofern sie eben später dann in dieser Gesellschaft dann zurechtkommen müssen, wenn sie dafür Sorge tragen, dass die Kinder neben der Schule erstens möglichst gute Schulnoten haben und zweitens neben der Schule dann noch zig Sprachkurse machen, Musikunterricht nehmen und ich weiß nicht noch was alles machen und das ganze Leben dann sich also um diesen zentralen Punkt des Berufes und des Erfolges im Beruf dann kreist. Insofern ist der Geist des Kapitalismus dann in dem Moment, wo der moderne Kapitalismus sich durchgesetzt hat, dann auch abhanden gekommen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Der entscheidende, der springende Punkt, was den Geist betrifft, ist, dass für den Protestant diese bestimmte Form des Wirtschaftens, diese Art und Weise, das ganze eigene Leben dem Beruf zu widmen, ja, ein Wert besaß, der über das Jenseits hinausging. Es war so gesehen eine wertrationale Orientierung. Es gab einen Wert, der absolut gesetzt worden ist, nämlich der Glaube und der Wunsch, dann in den Himmel zu kommen, also das ewige Leben neben Gott und den Schöpfer genießen zu dürfen. Und aus dieser Motivation heraus ist dann in diesseits gehandelt worden. Insofern war der Kapitalismus, der moderne Kapitalismus in seinen Anfängen, so wie er von den Protestanten geprägt worden ist, noch beseelt. Er hatte noch einen Sinn. Er hatte wirklich noch einen spirituellen Sinn. Der geht dann abhanden in dem Moment, wo sich eine Eigendynamik entwickelt, die sich in gewisser Weise verselbstständigt, wo dann eben alle ihre Lebensführung dem Beruf und der Karriere und dem Erfolg im Beruf widmen müssen. Das ist dann ein Stück weit, würde Weber sagen, ein sinnentleertes Leben, denn man widmet ja sein Leben dem Beruf nicht, weil man einen absoluten Wert verfolgt, der unerschütterlich ist, sondern weil man muss, weil man ansonsten nicht als volles Mitglied der Gesellschaft mehr gilt. Und das ist ja auch immer noch ein Fakt. Also wenn man sich die Diskussion anschaut um Hartz-IV-Empfänger, die angeblich faul, alle faul sein sollen, oder der Groll, der gehegt wird von sehr vielen Menschen in der Gesellschaft gegenüber Obdachlosen, gegenüber Menschen, die eben nicht mitmachen, die sich nicht diesem Druck beugen und die nicht bereit sind, ihr ganzes Leben dem Erfolg im Beruf und ihrer Karriere im Beruf zu widmen. Es gibt ein paar so anthropologische, psychologische Studien, die herausbekommen, dass es sehr, sehr tief sitzt, also in uns Menschen, dass wir parasitäre, quasi menschliche Lebensformen, wenn man das so ausdrücken will, eine Abscheu gegen die haben, mehr noch als Kriminelle, wenn die Kriminellen jetzt nicht wirklich, also Schmarotzer werden mehr noch als Kriminelle. Und es ist natürlich dann eine Frage der Gesellschaft, wen die als Schmarotzer ansieht. Also man hätte ja auch sagen können, die, die Steuern hinterziehen, ja, die kosten uns noch viel mehr oder so, ja. Aber das rechtfertigen die dadurch, dass die sagen, ja, aber ich tue was. Also ich habe mal mit einem halben Ganoven geredet, ja, und der hat geschimpft, dass Leute zur Tafel gehen, ja, wo haben die ihre Ehre und so. Und hat dann aber, habe ich gesagt, ja, was machst du denn? Und er hat gesagt, ja, aber das ist alles Arbeit. Es ist zwar Arbeit im Schatten, ja, im Ja, Schattenmilieu, natürlich. aber es ist halt Arbeit. So, da haben wir eine Berufsethik, ja, die nicht in uns Menschen angelegt ist. Das ist vielleicht das auch, was Weber, wo der auch noch hinweist drauf, dass die Berufspflicht, die wir heute als völlig selbstverständlich ansehen, ja, dass das etwas konstruiert ist, dass das nicht, wir werden damit nicht geboren und das ist dem Menschen nicht, das ist keine anthropologische Grundkonstante sozusagen, ja. Absolut nicht, natürlich nicht, ja, genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt ansprichst, worauf Weber uns hinweisen möchte, dass es eben eine historisch gewachsene Wirklichkeit ist, in der wir uns befinden, die uns Dinge für selbstverständlich halten lässt, die eben selbstverständlich nicht sind. Vorhin habe ich das ja kurz angedeutet, so wie man beispielsweise bei Jäger- und Sammlergemeinschaften sehen kann, die vermutlich ein sehr zufriedenes und sehr entspanntes Leben geführt. Man könnte insgesamt natürlich sagen, heute
hat der Mensch aufs ganze Leben mehr Freizeit, weil wenn man summiert, die haben nicht Ja. so lange gelebt, ist die Summe der Stunden in Freizeit gerechnet natürlich weniger gewesen als ein 80, weiß nicht, wie alt Das die damals wurden. weiß ich jetzt nicht. Da wäre ich mir auch nicht so sicher, ob die wirklich so jung gestorben sind. Da muss man aber sehr vorsichtig sein, denn es gibt ja einen großen Unterschied zwischen den hohen Sterblichkeitsraten im Mittelalter beispielsweise oder in der frühen Neuzeit und Jäger und Gemeinschaften und Jäger und Sammler. Gemeinschaften, denn vor allem was die Hygiene betrifft. Ja, da hast du Also recht. ich. Das ist wahr. Ich gucke jetzt mal nach. Ich gucke jetzt mal nach. Lebenserwartung. Also während du nachguckst, kann ich vielleicht noch was erzählen hinsichtlich der Bewertung von Arbeitslosen im Vergleich zu Kriminellen oder Steuerhinterziehern und so weiter und so fort, dass Arbeitslose oder Obdachlose noch mehr. Also Personen, die halt eben sich nicht dieser Berufsethik, also diesem ihr Leben dem Erfolg widmen, dass der Groll, der gegenüber diesen Personen gehegt wird, deutlich größer ist als der gegenüber Kriminellen. Das kann natürlich auch darauf zurückgeführt werden, dass die Entbehrungen, die man auf sich nehmen muss, um ein erfolgreiches Leben zu führen, so groß sind, dass es da auch ein Stück weit um Neid geht. Also, dass man tatsächlich Groll empfindet gegenüber einem Arbeitslosen, gegenüber einem Obdachlosen, weil er einem vor Augen führt, dass man selbst unfrei ist. Also er erinnert einen daran, unbewusst, welche Anstrengungen man auf sich nehmen musste, man tagtäglich auf sich nehmen muss, immer wieder neu sich disziplinieren muss, am eigenen Erfolg zu basteln, immer wieder neu Wünsche und Bestrebungen unterdrücken muss, um erfolgreich zu sein im Beruf. Das heißt, der Groll, den man gegenüber einem Obdachlosen empfindet, ist unter Umständen deshalb größer als gegenüber einem Kriminellen, weil ein Obdachloser einen viel mehr daran erinnert, welche Anstrengungen man auf sich nehmen muss, um gesellschaftlich akzeptiert zu leben, im Vergleich zu einem Kriminellen, der natürlich auch sich anstrengen muss. Der hat ein Ethos. Also so ein Maf die Mafia, die funktioniert ja schon nach sehr betriebswirtschaftlichen und berufsethischen Vorsätzen, also Grundsätzen. Weniger, Ja. aber da ist der Unterschied nicht so groß. Der Neandertaler, 30 Jahre im Durchschnitt. Hier, ich hab was. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Jägern und Sammlern lag bei 60 Jahren. Oh, Und wirklich? das überrascht mich nicht, ja, weil die haben ein gesundes, zufriedenes Leben geführt. Erstens kannten sie sich ja auch aus mit Kräutern und natürlichen Behandlungsmethoden. Und zweitens war ihr Immunsystem vermutlich ja auch perfekt angepasst auf ihre Umwelt. Beispielsweise in dem Buch des Historikers Alfred Crosby, die Früchte des weißen Mannes, da erzählt Crosby die Geschichte der Kolonialisierung neu, indem er hauptsächlich darauf eingeht, welche Auswirkungen die Krankheiten gehabt haben, aber auch durch die Flora und die Fauna, die durch die europäischen Kolonialmächte in die beispielsweise Nordamerika und die anderen Kolonien eingebracht worden sind, welche Auswirkungen die gehabt haben für die Ja. Kolonialisierung, die erfolgreiche Kolonialisierung dieser Kontinente durch die Europäer. Und er schätzt das so ein, dass die Europäer vermutlich nicht erfolgreich gewesen wären, wenn die Krankheiten, die sie eingeschleppt hätten, nicht eben dazu geführt hätten, dass ein Großteil der Personen, der Einheimischen, der autochthonen Bevölkerung dieser Länder daran zugrunde gegangen wäre. Genauso, ja, genauso auch die Fauna und die Flora. Ja. Tatsächlich. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welche Quellen er da zu Rate zieht. Das sind größtenteils, glaube ich, Berichte dann auch von den Kolonialisten selbst, die zum Teil dazu geführt haben, dass dann ganze Stämme innerhalb von Wochen dahingerafft worden sind. Also Ja. nicht durch Kämpfe, sondern durch Krankheiten. Wenn man so will, die erste biologische Kriegsführung, sehr erfolgreiche gewesen ist. Ja. Ja. Ich habe eine Studie hier, nämlich Weber sagt ja, die Religion werde ihren Einfluss verlieren.
immer mehr. Ist eine These von ihm gewesen. Ja. Und jetzt ist eine Studie von 2007. Da steht, in protestantischen Ländern liegt die Beschäftigungsquote höher als in Ländern, in denen die katholische Konfession oder andere Religionen dominieren. Ja. Grund sei, dass der protestantischen Bevölkerung weit verbreitete Arbeitsethos diszipliniert und viel zu arbeiten. Und da sagen die Studienmacher, das würde Weber widerlegen, dass die Religion doch noch Einfluss hat. Aber ich habe jetzt verstanden in dem Gespräch, dass es vielleicht halt eine Entkopplung dieses Wesenzugs ist, dass man nicht sagen kann, die Religion habe hier den Einfluss. Aber andererseits sind Nein, also ich denke auch, dass man an der Stelle nicht sagen kann, dass mit so einer Studie Weber widerlegt wird. Worauf es Weber ankam, war ja darauf hinzuweisen, dass diese bestimmte Art der Lebensführung, die um den Beruf und um den Erfolg im Beruf kreist, dass die unabhängig von der Religionszugehörigkeit, unabhängig vom Glauben, sich dann ausbreitet und eine Wirkmächtigkeit entfaltet, die losgekoppelt ist von der Religion. Insofern verliert die Religion an Bedeutung. Nichtsdestotrotz können wir aber unter Umständen heute immer noch Tendenzen nachweisen, die ja eher dann für Webers These im Allgemeinen sprechen würden, dass nach wie vor Länder, in denen der Protestantismus besonders stark vorhanden ist, besonders weit verbreitet ist, wirtschaftlich stärker sind, die Prosperität entsprechend höher ist als in Ländern, in denen es hauptsächlich Katholiken gibt. Dann muss man aber auch immer sehen, wie wird in Ländern gewirtschaftet. Unter Umständen diese Statistiken basieren in der Regel ja auf offiziellen Zahlen. Und offizielle Zahlen können nicht all die Arbeit und abbilden, die auf dem Schwarzmarkt angeboten wird. Und erfolgreich ja auch entlohnt wird. Die Mafia ist katholisch. Das haben wir ja gelernt in der Pate. Ja. Und die sind aber auch erfolgreich und haben einen hohen Arbeitsethos. Und die reinvestieren. Und die tauchen zum Beispiel in den Zahlen dieser Statistiken nicht auf. Das ist natürlich nicht, weil das ja alles Schwarzmarkt ist. Unerhört. Jetzt sind wir am Ende und vielleicht fassen wir nochmal ganz einfach zusammen, was die Hörer an Allgemeinbildung wissen müssen. Also wir haben den vormodernen Kapitalismus, dann kam der Calvinismus, der die Leute anregte, viel zu arbeiten, wenig zu feiern, wenig zu genießen, sodass die das Geld immer wieder reinvestierten. Und warum? Weil sie dachten, wenn sie so leben, bekommen sie einen Fingerzeig darauf, dass sie in den Himmel kommen. Und dadurch wurde der Kapitalismus angekurbelt und hat eine Eigendynamik entwickelt, die sich auch auf andere Leute übertrug, die gar nicht dieser Religion angehörten, weil die mussten ja sich auch dem Konkurrenzdruck beugen und dann genauso wirtschaften. Und dann hat das die ganze Gesellschaft ergriffen und sich von der Religion losgelöst. Die Religion verliert ihren Einfluss, laut Weber jetzt, aber die Mechanismen, die sie losgelöst hat, die sind bis heute geblieben. Und dazu gehört der Berufsethos, den wir haben, dass man als Mensch nur Mensch ist, wenn man arbeitet. Ja? Und diese Idee, Geld, was erwirtschaftet wird, muss wieder reinvestiert werden, um noch mehr zu erwirtschaften. Das mal ganz kurz zusammenzufassen. Ein ganz wesentlicher Punkt, der einzige, den ich vielleicht noch hinzufügen möchte, ist, dass eine systematische Lebensführung sich auch ausgebreitet hat. Also dass gesamtgesellschaftlich relevant geworden ist, für alle Mitglieder der Gesellschaft ihr Leben zu planen, und zwar möglichst systematisch zu planen, zu gucken, wo man bleibt, ne? Um nicht eben auf der Strecke irgendwo zu bleiben muss. Ist ja nochmal ein ganz neuer Punkt. Welche Auswirkung das auf unsere Biografie hat, da könnte man natürlich nochmal drüber. Das war auch ein zentrales Thema von Webers Werk. Es gibt sogar einen Soziologen, Wilhelm Hennis, der die These aufgestellt hat, dass Webers zentrale Fragestellung nicht der Rationalisierungsprozess war, in dessen Zusammenhang ja auch die protestantische Ethik steht, so wie wir sie heute vor allem besprochen haben, sondern die Lebensführung. Dass also Webers zentrales Thema und zentrale Fragestellung eigentlich um die Lebensführung, um die moderne
systematische Form der Lebensführung kreist, wie sie entstanden ist. Und das hat natürlich dann auch viel mit dieser protestantischen Ethik, mit diesem Berufsethos dann auch zu tun. Was einem verloren geht und was man sich selbst dann suchen muss, ist ein gewisser Sinn. Der Protestant hatte den ja noch darin gesehen. Er macht das alles, weil er will den diesen Fingerzeig. Aber wir machen das zum Selbstzweck und sind daher gezwungen, uns einen neuen Sinn dafür zu kreieren. Denn also das ist schwer vermittelbar, dass der Sinn Reinvestition ist und systematisches sich anpassen. Ja, ja. Ja, da muss man sich überlegen, wo nehmen wir den Sinn her jetzt? Ja, das wird dann immer individueller vielleicht auch. Also ist ja kein. Also Weber stellt in der protestantischen Ethik, also in dem Buch, mit dem wir uns heute hauptsächlich beschäftigt haben, dass sehr stark in den Vordergrund zum Teil und in anderen Werken oder vor allem Reden noch viel stärker, dass zugleich eine tiefe Krise damit einhergeht, die daran gekoppelt ist, dass diese Entwicklung zu einem Sinnverlust führt, bei dem völlig offen ist, wie der verloren gegangene Sinn auch wieder aufgefüllt werden kann. Diesen etwas kritischen Unterton will ich dann vielleicht doch etwas abmildern, denn der Sinn, den die vorher hatten, die Protestanten, der für mich auch nicht verlockend. Natürlich nicht, also nur um zu leben für diesen Fingerzeig. Ja. In Diskussionen, auch in den Medien, wird immer sehr leicht gesagt, Sinnverlust. Aber man muss sich dann auch angucken, welchen Sinn haben wir denn verloren? Ja, ja. Ist das wirklich ein lohnender Sinn für unser Leben? Ja? Oder haben wir nicht auch eine Chance, durch einen Sinnverlust ihn vielleicht auszutauschen, uns einen neuen zu suchen? Also einfach nur der Sinnverlust ist für mich noch kein Verlust als solcher, sondern vielleicht sogar eine Chance. Also ich möchte kein Protestant sein, für den schon alles feststeht, sagen wir mal so. Ja, das stimmt. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ja. So, dann sage ich mal, haben wir ein bisschen überzogen. Alle nachfolgenden Podcasts verschieben sich etwas. Apropos protestantische Lustfeindlichkeit. Die waren ja auch lustfeindlich. Milch verlangsamt ja die Aufnahme von Koffein. Ja. Das heißt, Milch mit Kaffee schwächt die Wirkung ab des Koffeins. Ja? Die Milch verlängert sie aber auch, hat man rausgefunden. Ja. Und jetzt frage ich mich, ob das ein erstrebenswertes Ziel ist, etwas abzudämpfen und dafür länger zu machen. Ja? Zum Beispiel beim Orgasmus, ist das erstrebenswert, abgeschwächt, aber länger? Weißt du, René, das musst du deine Freundin fragen.